Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zum Baldur's Gate, den Enhanced Edition. So, wir wollten kurz im freundlichen Arm rasten, Vikunia soll ein bisschen heilen. Hat Vikunia noch Heilzauber übrig? Ja, dann kann sie das Heilen selber übernehmen. Wie ihr wünscht. Haben wir irgendwas zu verkaufen? Ja, mal gucken, ob wir hier im freundlichen Arm was loswerden vor dem Zeug. Munition haben wir noch genug für Peltrail? Worum geht es? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Also ja, wenn wir Weltkarte gucken. Sind Gullikin und die Feuerweinbrücke noch übrig? Larswood Peltrail, das Stückchen weiter daneben. Und dann halt das Räuberlager. Und zu der Farm gehen wir erst später. Und den Orten da oben. Mhm. Gut. Ah, wir wollten in den freundlichen Arm hinein. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, dann mal heilen. Sänger der Nacht, gebt mir Kraft. Vita, Mortis. Ja, wir brauchen nur zu fragen. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. So. Meine Schenke steht allen offen, die sich anständig benehmen. So, verkaufen. Der Verwandlungsbolzen ist 200 wert. Gut, aber den Dolch und das Gegengift würden wir gern loswerden. Flegel kaufen wir auch. Und ansonsten war es das erstmal. Hey, hier könnten wir auch die Geschichte der Schicksalsbünze kaufen, wenn wir sie noch brauchen würden. Ah ja. Rasten, einmal königlich rasten. So. Worum geht es diesmal? Wie ihr wünscht. Ich bin ganz ruhig. Wie sieht es eigentlich mit Level-Ups aus? Renoir ist nah dran. Kigain hatte ja erst vor kurzem. Dorn braucht noch ein bisschen. Vikunia hatte auch erst vor ein bisschen Zeit. Ah, Safana ist auch bald wieder. Wobei, Dorn ist als erster dran. Und als letztes kommt Nera. Ja? Ihr braucht nur zu fragen. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Und ja, diesen Kommentar finde ich irgendwie ungewohnt und komisch. Erstens, weil es der ein anderer Sprecher ist. Und zweitens, was er sagt, sie müssen ihre Runde erst noch vergrößern. Der alte Sprecher hat immer in einer etwas raueren Stimme gesagt, ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr weiterziehen könnt. Das fand ich irgendwie besser, als ihr müsst eure Gruppe erst noch vergrößern. Wie sehen eigentlich so unsere Rüstungsklassen gerade aus? Zwei ist in Ordnung, sie hat nur eins. Und die drei sind negativ. Ja. Wir haben leider nur eine Robe des Reisenden für Nera. Keine
Probe des neutralen oder guten Zauberers. So, dann reisen wir Pathrail. Hier im Pathrail haben wir ja Vikonia aufgegabelt. Naja, mal Big Safe machen. Das ist auch so eine noch leicht ungewohnte Sache. Wobei ungewohnt stimmt auch nicht ganz. Es ist halt so, im Baldur's Gate ist der Quicksave-Button das Q, was irgendwie Sinn macht. In allen neueren Rollenspielen ist es das F5. So, Vikonia hat gleich mal wieder einen Biss von dem Hund abgekriegt. Was aber zum Glück nicht so viel Schaden gemacht hat. So, 10 Gold hier drin. Und hier geht es gar nicht mehr weiter. Ja, tatsächlich. Und hier können wir auch nicht langlaufen über diesen kleinen Hügel. Ah ja, wir können mal kurz hier runter gehen, weil dann können wir Larswood aufdecken. Das war nämlich noch gar nicht aufgedeckt. Da machen wir jetzt erst Pathrail, dann Larswood, dann den letzten Waldabschnitt, der uns dann noch fehlt. Okay, Elite der schwarzen Krallen. Worum geht, wie ihr wünscht. Ja? Da. Da. Sagt an. Da. So. Dort hat es ein bisschen erwischt. Sprecht und verschwindet. Gut, Kegane hat es auch ein bisschen erwischt. Aber Kegane kann sich selber heilen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Pfeile, Räuberskalp, Pfeile, Räuberskalp. Geld, Pfeile, Räuberskalp, Geld, Pfeile, Pfeile. Räuberskalp, Geld, Pfeile, Pfeile, Räuberskalp, Geld. So, mehr brauchen wir da nicht. Pfeil und Eispfeil. Worum geht es diesmal? Und ich wollte schon die ganze Zeit gucken, ob es in der Enhanced Edition einen Munitionsbehälter gibt. Oh, Bären. Lasst sie uns. Elite-Hobgoblins, okay. Die mich einfach mal vergiften. Ja? Gut. Wie kann ich, wie ihr wünscht? Schmuck, Geld, Schmuck, Geld, Geld, Schmuck. Das hat eigentlich an Safana, nicht an Vikonia. Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, Larswood und Pathrail haben die Angewohnheit, all groß zu sein.
wollte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Gebt mir Kraft. Ja. Oh, jetzt ist auch sein Kumpel aggressiv. Wie ihr wünscht. Er musste ja unbedingt dann in unsere Richtung gelaufen kommen. Okay, hier geht's nirgendwo weiter. Da sind dann die Bäume zu dicht. In Pet Whale. Na, warum denn ich? Spinnen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Spinnen. Das wird kein schnelles. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Oh, das gewittert wieder. Wie hoch ist die Chance, dass wieder einer vom Blitz getroffen wird? Kommt in Ordnung. Das wird kein schneller. Ich höre jetzt das. Es soll noch weitaus blutiger werden, als ihr es euch vorstellen. So. Ich tue. Die Bewohner können so dumm. Schwarzen Kalk geben wenigstens sehr viele Erfahrungspunkte. So, und wieder mal. Heile. Räuberskalb, Geld, Heile. Räuberskalb, Geld, Heile. Räuberskalb, Geld, Heile. Räuberskalb, Geld. Worum geht es diesmal? Ihr braucht nur zu fragen. Nein, nicht in die Bären reinlaufen. Gucken wir erstmal, was in dem Fass hier drin ist. Wieder Geld. Sind so geheime Räume verstecke, in denen sie Geld bekommen. Ja, der Schafzahnwald. Die Bezeichnung finde ich auch immer noch lustig. Ich glaube nämlich nicht, dass hier T-Rexe und Raptoren rumlaufen. Wer diese Anspielung versteht. Das wird kein schneller. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Das ist Erschießungskommando. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Okay, weg, Bär. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. So, und jetzt wieder Pfeile, Räuberskalb, Geld,
einsammeln. Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Der Bär geht weg. Da können wir uns an ihm vorbeidrücken.